Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen bei Fellner live. Heute ist Dienstag und Dienstag ist bei uns natürlich immer der Tag des Duells. Sebastian Born-Mehna gegen Gerald Gross. Auch in der Osterwoche geht es bei uns nicht friedlich zu. Schauen wir mal. Aber wie ich euch beiden kenne, werden wahrscheinlich auch wieder mal die Wuchteln und teilweise auch die Angriffe in die eine oder andere Richtung fliegen. Wir haben uns zwei Themen vorgenommen für diese Sendung. Das erste Thema, weil es ja die Osterwoche ist, weil die Schüler in den Ferien sind, haben wir gesagt, okay, machen wir auch eine kleine Zwischenbilanz unserer Regierung und unserer Opposition. Wie schaut es da so aus? Starten wir vielleicht gleich einmal mit Sebastian Born-Mehna. Regierung ist jetzt knapp über ein Jahr, fast eineinhalb Jahre im Amt. Vielleicht einmal so aufgezogen, was ist denn positiv an dieser Regierung? Puh, also positiv am Kanzler jetzt ist, dass er in den letzten Wochen ja immer deutlicher Stellung bezogen hat, auch zur Frage der Abgrenzung zum Radikalismus des Koalitionspartners. Ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir neben der auch sehr wichtigen Diskussion über den radikalisierten Islam jetzt auch über die radikalisierte FPÖ sprechen. Finde ich gut, dass der Kanzler das gemacht hat. Ich finde auch die Performance von anderen Regierungsmitgliedern nicht schlecht. Also gerade die ÖVP-Seite, glaube ich, zeigt auch, dass man Sachen vorantreiben kann. Ich finde, was die Landwirtschaftsministerin macht zum Beispiel, auch sehr, sehr wichtig und unterstützenswert. Aber im Großen und Ganzen muss man natürlich sagen, wenn man dieser Regierung ein Schlagwort drüber schreiben müsste, dann wäre es Kälte. Soziale Kälte, und das ist auch das, was, glaube ich, immer mehr Menschen in diesem Land spüren. Wie stark da jetzt tatsächlich auch die Fremdenfeindlichkeit in der nächsten Zeit noch ein Thema sein wird, müssen wir uns schon fragen, denn die FPÖ ist bekanntermaßen immer dann, wenn sie im Bedrängnis ist, und sie ist jetzt seit vielen Wochen stark im Bedrängnis, und das wird sicher auch nicht aufhören, wenn man den Aussagen der letzten Wochen glauben darf, dann kommt sie immer mit der Fremdenfeindlichkeit. Also von wegen ein neuer Asylsturm wird da, eine neue Migrantenwelle. Ich kann es ja gar nicht mehr hören, die immer gleichen Geschichten von den bösen Ausländern, die uns irgendwas wegnehmen wollen, während die eigene Asozialministerin Leistungen streicht und Menschen weiter bestraft. Also das ist eine Regierung der sozialen Kälte, wobei die Kälte mit Sicherheit eine klare Farbe hat und die ist blau. Ist das eine Regierung der sozialen Kälte und der Fremdenfeindlichkeit, wie Sebastian Born-Mehna sagt? Ja, ich bin jetzt nicht dazu da, um Sebastian Born-Mehna vor Ostern seine Meinung zu nehmen. Ich hoffe auf die Erleuchtung des Osterfestes. Ja, auch Sebastian Born-Mehna ist ja nicht gefeit davor, angesichts der kommenden Feiertage gescheitert zu werden. Ich wünsche es ihm jedenfalls. Und dass er auch seine Paranoia gegenüber der Bundesregierung endlich einmal ablegt. Ich glaube, dass die Bundesregierung die letzten eineinhalb Jahre sehr gut gearbeitet hat, in sehr vielen Bereichen, sowohl in der Stärkung des Wirtschaftsstandortes als auch in einer strengeren Asylgesetzgebung. Ich glaube, dass gerade die strengere Asylgesetzgebung ein großer Wunsch und ein großes Wahlmotiv jener Wähler war, die Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache gewählt haben bei der Nationalratswahl vor eineinhalb Jahren. Das heißt, was macht die Regierung? Heureka, sie setzt ihre Wahlversprechen um und löst sich oder hebt sich wohltuend von den Vorgängerregierungen ab, die vor der Wahl etwas anderes versprochen haben, als sie ja nach der Wahl umgesetzt haben. Ihre Wortwahl, die radikalisierte FPÖ, offenbar sind Sie über die Sinnhaftigkeit des Wortes radikal nicht umfassend informiert. Sie können die FPÖ von mir aus oder wen Sie auch immer an die extremen Ränder schieben, wie Sie wollen. Aber so weit sind wir noch nicht, eine Regierungspartei als radikal zu bezeichnen. Gewaltbereit wäre mir neu, dass die Freiheitliche Partei oder die Österreichische Volkspartei es wäre. Also mäßigen Sie sich auch in der K-Woche mit Ihren Worten. Das, was aber die Regierung sicherlich einen Riesenfehler gemacht hat, war der vor vier Wochen quasi anhand von Einzelermittlungen gegen einzelne Personen, 30, 40, also jetzt keine im Vergleich zu 8 Millionen Einwohnern, quasi den Staatsnotstand auszurufen, hatte in Wahrheit zur Folge,
dass man die vor sich dahinsichende Opposition erweckt. Lustkreis Peter Pilz exhumiert, der jetzt jeden Tag wie verrückt, wie ein Klatschäffchen seine Pressekonferenzen gibt und noch den Herrn Trotzter und die Frau Randy Wagner wieder auf die politische Bühne bittet. Beide waren schon de facto in Frühpension. Das war jetzt keine strategische Meisterleistung von Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache. Aber ist marketingtechnisch ein bisschen der Lack ab bei dieser Regierung? Weil es sind ja doch jetzt in den letzten Wochen, der Herr Gross hat es ja auch gerade angesprochen, ein bisschen Risse entstanden, gerade beim Thema Identitäre. Gab es ordentlich Zoff hinter den Kulissen? Na, ich glaube, wenn man sich die Umfragewerte des Kanzlers anschaut und der ÖVP, dann sieht man da keinen Lack, der runtergegangen ist, sondern ich glaube, da gutieren die Menschen, dass spätestens jetzt, und das wurde ja zu Recht sehr lange kritisiert, eine eindeutige Positionierung erfolgt. Ich habe auch vor eineinhalb Wochen das Duell mit Ottmar Karas und Harald Wilimski gesehen, wo Ottmar Karas sehr deutlich klar gemacht hat, was der Unterschied zwischen ÖVP und FPÖ ist und warum Harald Wilimski und seine Truppe in keinster Weise geeignet ist, dieses Österreich auf europäischer Ebene zu repräsentieren. Und ich glaube, das, was jetzt gerade passiert, ist tatsächlich, dass sich Spreu vom Weizen trennt. Dass in dieser Regierung diejenigen, die es konstruktiv und gut mit unserem Land meinen, das ist die ÖVP, tatsächlich jetzt auch sagt, liebe Freunde, wir sind nicht mehr bereit, das, was aus dem Keller gekrochen kommt, an ideologischen Unterbau länger in Kauf zu nehmen. Denn das, was wir jetzt erkennen, ist das ganze Ausmaß des ideologischen Fundaments einiger Menschen innerhalb der Freiheitlichen Partei und ihrer Netzwerke. Worauf ich schon seit Jahren hinweise, zum Beispiel der Verteidiger Europaskongress, bei dem der Innenminister damals als Festredner war. Jetzt diskutieren wir endlich darüber, dass dort Faschisten waren. Jetzt reden wir endlich darüber, dass dort Antisemiten ihre Publizistik verbreitet haben. Jetzt endlich wird das thematisiert, was wir schon vor zwei Jahren hätten thematisieren müssen. Wurscht, wenigstens jetzt. Und ich glaube, es ist eine wirkliche Chance, dass wir konstruktiv zusammenarbeiten, und deswegen halte ich überhaupt nichts davon, jetzt die Regierung pauschal abzuwerten. Nein, es ist die FPÖ. Es ist die FPÖ, es sind ihre Netzwerke und es ist tatsächlich das Fundament, auf dem sich diese Partei seit 1945 aufgebaut hat. Da gibt es auch nichts zu beschönigen. Wer hat denn positiv überrascht im letzten Jahr oder wem würdest du das beste Zeugnis ausstellen? Darf ich noch kurz replizieren? Bitte. Zu dem faulen Osterei, das mir Herr Dr. Bornmänner versucht ins Nest zu legen. Mhm. Ich befürchte mittlerweile, dass Sebastian Bornmänner schon auf der B-Roll der Lichtenfelsgasse ist. Also wenn er jetzt davon spricht, dass die Umfragen bedeuten würden, dass Ottmar Karas der sogenannte Heilsbringer der österreichischen Volkspartei ist, das glaubt nicht einmal der kleinste ÖVP-Funktionär hinterm siebten Berg aus Gigeritz-Potschen. Ja. Nur mal bei der Gelegenheit. Das, was wir gerade sehen, ist eine ganz einfache Methode. Mhm. Und ich kenne das, ich war Ministersekretär unter der Regierungskoalition Schüssel 1 und Schüssel 2, damals bei Herbert Haupt. Jedes Mal, wenn bei der ÖVP volkstümlich gesagt der Arsch auf Grundeis geht, dann wird Wahlkampf auf Kosten des Koalitionspartners gemacht. Das ist eine ganz einfache Sache. Na, selbstverständlich. Vor einem Jahr war Landtagswahl in Niederösterreich und da war dann plötzlich der dortige Spitzenkandidat zu stark und Johanna Mikl-Leitner hat Angst gehabt, dass sie ihre Platz 1 Position mit diesem Abstand nicht verteidigen kann. Dann kam die Liederbuch-Affäre, die sich dann herausgestellt hat, dass das Liederbucher ehemaliger sozialistischer Stadtamtsdirektor geschrieben hat. Das ist die besondere Perfidie bei der Geschichte. Und die Staatsanwaltschaft hat da 3 oder 4 Monate später still heimlich eingepackt. Jetzt kriegt der Sebastian Kurz vor 3 Wochen eine Umfrage, dass der Ottmar Karas, im Übrigen sinnigerweise der Schwiegersohn von Kurt Waldheim, also einem tatsächlichen Nazi in der österreichischen Innenpolitik, es war, glaube ich, nur das Pferd ein Nazi. Kurt Waldheim war es ja nicht, wie wir wissen. Ja, nein, das war nur das Pferd. Nehme ich zur Kenntnis, das Pferd war ein Kriegsverbrecher, der damalige Bundespräsident nicht. Aber okay, aber wenn wir ja schon so beim lustigen Distanzieren sind, vielleicht distanziert er sich noch vom Schwiegervater auch, ist ja lustig, wir distanzieren uns und entleiben uns ja bereits von allem. Aber zurückzukommen, dann kriegt er eine Umfrage und da steht dann plötzlich drauf, hoppla, der Ottmar Karas ist doch nicht so beliebt, wie wir geglaubt haben. Und
plötzlich wird wieder Wahlkampf auf Kosten des Koalitionspartners gemacht. Gut, das kenne ich von der Österreichischen Volkspartei, unter dem haben wir schon vor 20 Jahren gelitten. Das wird auch dieser Gen des Intriganten wird da mit der Muttermilch bei der Jungen Volkspartei, ich glaube, da waren sie ja auch, das kriegt man dort schon mit der Muttermilch mit, wenn man einer in der Wolle gefärbter Schwarzer ist. Noch einmal, ich finde es nur insofern nicht schäbig, parteipolitisch komplett legitim, auch wahltaktisch komplett legitim, auch im Sinne von Machiavelli komplett legitim. Nur man übertrippelt sich leicht. Am Ende des Tages war damals unter Wolfgang Schüssel, der die gleiche Strategie gefahren hat, der Hirokesen Alfred Gusenbauer plötzlich Bundeskanzler. Dann ist es halt irgendwann einmal der Peter Pilz oder irgendwer. Wunderbar, wenn man halt glaubt, man muss Wahlkampf auf Kosten des Koalitionspartners machen, dann schneidet man sich ja selbst auch ins Fleisch, weil die Gesamtregierung darunter leidet. Bist du enttäuscht von der ÖVP? Nein, in keinster Weise enttäuscht. Ich bin ja kein politischer Aktivist, sondern ein Kommentator der derzeitigen Szene. Dank Österreich und sonstiger Medien, wo ich schreiben oder publizieren darf, kommentiere ich es. Ich bin auch nicht Mitglied der Österreichischen Volkspartei, ein verrater Geheimnis. Ich habe bis vor ein paar Jahren, bis es das PZÖ noch gegeben hat, selbstverständlich als Partei, ob man das PZÖ meine eigene Partei gewählt und die letzten Jahre einmal ÖVP, einmal FPÖ, und auch andere, unterliegt im Übrigen dem Wahlgeheimnis, aber ich mache da kein Geheimnis draus. Ich bin nicht enttäuscht. Ich finde es aus wahltaktischer Überlegung sehr klug, was Sebastian Kurz macht. Kurzfristig, mittelfristig, ja. Langfristig ist es ein absoluter Irrsinn für die Bundesregierung. Denn was passiert? Der Koalitionspartner wird sich irgendwann einmal rächen. Ja? So, und dann besteht die Gefahr. Wenn du die Unvernunft und die politische Strategie überhand nimmt, dann besteht die Gefahr, dass das eine Streitkoalition wird nach alter Prägung großer Koalition. Und das will kein Österreicher. Und ich habe mit sehr vielen Bürgerlichen die letzten Tage und Wochen gesprochen, mit im Übrigen Freiberuflern, Zahnarzt etc., die ich kenne, die allesamt die ÖVP wählen, die zu mir sagen, also das Manöver ist leicht durchschaubar. Ja? Und damit tut er sich auch nichts Gutes. Er hätte von Anfang an Frau Staatssekretärin Edtstadler zur Spitzenkandidatin machen müssen. Ich meine, aufgewärmtes Gulasch schmeckt dann nach circa gefühlten 100 Jahren nicht mehr gut. Und ich glaube, 100 Jahre ist jetzt schon Othmar Karas im EU-Parlament. Zumindest kurz nach der Gründung der Europäischen Union, glaube ich, erstes Mal eingezogen. Das ist ja ein Artefakt, ein antiquiertes. Normalerweise findet man das in Brüssel nur im Antiquitätenladen, nur mit den Othmar Karas. Also, dann hätte die ÖVP durchgezogen, das türkise Label hätte weitergespielt. So hat er auf Schwarz und auf Türkis gesetzt und der Wöller kennt sie am Ende des Tages nicht mehr aus. Ja, also unterschätzen Sie bitte den Wähler oder die Wählerin nicht, weil ich glaube schon, dass Sie sehr stark differenzieren können zwischen jemandem, der es gut mit der Europäischen Union und den europäischen Gedanken meint und jemandem, der die ganze Zeit einmal Brüssel die Schuld gibt, einmal Österreich also, und wieder so, einmal so. Darf ich kurz unterbrechen? Der Othmar Karas hat es bis heute nur immer mit sich selbst gut gemeint, was auch daran liegt, dass er damals als durchaus aktiver Mensch die Unfallrente für sich in Anspruch nehmen wollte, was damals vor 30 Jahren seinen politischen Skandal geführt hat. Ökonomisch mit sich hat er es bestimmt immer gut gemeint. Mhm. Ob er es mit allen anderen gut gemeint hat, das wage ich zu bezweifeln. Ja, aber er ist auf jeden Fall ein aufrechter Europäer, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, und ich denke mir, in der heutigen Zeit, wo wir kurz davor sind, ein Europa, ein zerbrechendes Europa zu erleben, ein Europa der Nationalstaaten, ein Europa des Faschismus, wo wir Matteo Salvini, Salvini und Marine Le Pen kann man sehr wohl als Faschisten bezeichnen. Ich glaube, da gibt es sogar Gerichtsurteile, die mir da recht geben in der Hinsicht. Das ist das Lustige. Das Witzige ist, dass die Nazis Sie sich immer aufregen über die Nazi-Keule, dann hört es doch einfach einmal auf. Die Unbestimmte. Dann sollen die Nazis doch endlich einmal aufhören. Sie natürlich nicht. Auf keinen Fall. Nein, sind sie nicht. Ich habe auch erst vor kurzem, entschuldigen Sie, da möchte ich einen Satz dazu. Ich habe vor kurzem erst klargestellt, wenn Sie von der Kategorie Götz Kubitschek, Martin Sellner oder dergleichen wären, dann würde ich auch gar nicht mit Ihnen hier sitzen. Sie sind einfach nur ein Hassprediger, der jedes Thema nutzt, um sich selbst zu produzieren. Nazis sind Sie keiner. Aber Nazis gibt es leider immer noch genug. Ja. Und ich finde es lustig, dass die Nazis diejenigen sind, die immer am meisten schreien und sagen, tut sie Nazi-Keule wieder einpacken. Dann sollen Sie einfach aufhören, Nazis zu sein. Wissen Sie, was ich Ihnen empfehlen würde? Bitte. Ich mache es nämlich sehr oft aus einer persönlichen Betroffenheit heraus. Jedes Mal, wenn ich in Oberösterreich bin, besuche ich das Konzentrationslager Mauthausen. Um zu gedenken, um zu beten, auch in Respekt gegenüber den Opfern. Aber auch aus Eigennutz. Das hat man gemerkt im Video, ja? Aus Eigennutz, um mich selbst immer wieder zu verorten. Aha. Und auch um dankbar zu sein, dass ich im 21. Jahrhundert
in einem Europa, auf einer Welt lebe, in der so etwas, so Gott will, nie mehr möglich ist. Mhm. Das ist meine eigene Verortung, mein Eigennutz. Mhm. Ich würde Ihnen wirklich einmal empfehlen, nehmen Sie ein Zugticket, fahren Sie nach Mauthausen und überzeugen sich von den Gräueltaten und den Schreckensdaten des Nationalsozialismus, wenn Sie es in der Schule nicht gelernt haben. Herr Groß, das mache ich gerne, aber ich werde dort kein Selfie-Video von mir machen, so wie Sie. Hören Sie mir zu. Ja, das werde ich nicht machen. Ich Sie um Folgendes. Und dann bitte ich Sie um Folgendes. Sehen Sie nicht in jedem einen Nationalsozialisten, und ich habe mit sehr vielen jüdischen Franken die letzten Tage gesprochen, die das sehr ähnlich sehen wie ich, abgesehen vom ganzen sozialistischen Antisemitismus. Sehen Sie nicht in jedem einen Nationalsozialisten, der nur nicht Ihrer Meinung ist, und verharmlosen somit ganz billig und schändlich gleichzeitig die konkreten Gewalttaten und das Gewaltregime des Nationalsozialismus wegen billiger parteipolitischer Agitation. Um das würde ich Sie bitten. Ein Teil meiner Familie war betroffen. Ich als Homosexueller wäre im Jahr 1945 dort gelandet. So, und jetzt bitte ich Sie eindringlich, ja, und da bin ich mit Henrik Broder im Übrigen auf einer Linie, dessen Familie auch umgekommen ist, endlich einmal mit diesem Wahnsinn aufzuhören, alles zu verharmlosen, nur damit es ins kleine parteipolitische Hirn passt. Und das ersuche ich Sie wirklich. Sagen Sie Rechtsdemagogen, von mir aus auch Rechtsextreme, alles in Ordnung. Es gibt Linksextreme, es gibt Rechtsextreme, es gibt Jenseitige, es gibt Verrückte, es gibt Besachwalter, es gibt alles. Der Gemüsegarten des lieben Gottes ist ja Gott sei Dank groß. Aber bitte verniedlichen Sie nicht die Schrecken des Nationalsozialismus, in dem mittlerweile ein Thilo Sarrazin, ein Andy Gavalier, ein Gerald Groß, wer auch immer in dieser Republik Ihnen nicht ins politische Konzept passt, am Ende des Tages immer sofort der Nationalsozialist. Also gut, danke, dass Sie das ausgeführt haben. Ich habe es jetzt auch ausführen lassen. Ich finde es auch wichtig, dass wir mal über diese Grundsätze sprechen, weil wenn Sie nach Mauthausen fahren, was ich gut finde, ich war letztes Jahr bei der Gedenkveranstaltung auch eingeladen, habe dort auch den Bundeskanzler getroffen, das war eine sehr bewegende Feier wie jedes Jahr. Ich werde nicht auf die Idee kommen, da ein Selfie von mir zu machen oder ein Selfie-Video zu machen, um das zu nutzen, um einer Regierungspartei zu helfen. Also das nicht so pietätslos. Nein, Herr Groß, nicht böse. Das haben Sie, jetzt habe ich Sie ausreden lassen, dass Sie einfach wieder dahin, aussehen. Wenn keine Kameras perfekt dort sind. Ja, da werde ich auch nicht meine eigene Kamera auf mich stellen. Stellen Sie eine so Kerze hin und denken perfekt. Sie ein wenig nach. Das mache ich, wunderbar. Und machen Sie nicht Gesichtswäsche. Jetzt lassen Sie mich kurz ausreden. Weil es obliegt Ihnen. Wunderbar. Also, ja. Ich werde kein Selfie-Video von mir machen, so wie Sie. Wie immer Sie wollen. Wunderbar. Aber eines ist schon wichtig. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, man darf nicht mit dem Begriff Nazi umgehen. Ich habe das in der Vergangenheit so gut wie nie gebraucht. Aber, wenn es Leute gibt, die aus Liederbüchern singen, in denen der Holocaust bejubelt wird, wenn es Leute gibt, die sich stützen ihrer Ideologie auf die Schreckenszeiten unserer Zeit, dann ist es wichtig, dass wir Verbindungen klar machen, die bestehen zwischen dieser Zeit und dem, was heute passiert. Das ist wichtig, Herr Groß, und das ist Teil des Antifaschismus, der in unserer Verfassung steht, dass wir Erinnerungskultur leben, und Kultur leben bedeutet, Ihnen, einen Satz, Herr Groß. Ja, aber da gebe ich Ihnen recht. Kultur leben bedeutet nicht nur, dass man nach Mauthausen fährt und das Surfen von sich macht. Ja. Kultur leben bedeutet, dass man jeden einzelnen Tag, eine antifaschistische Feuermauer ist gegen diejenigen, die versuchen, auf dem Rücken der Toten jetzt politisches Kapital auszuschlagen. Und jetzt darf ich Sie Folgendes bitten. Bitte. Jetzt darf ich Sie bitten, dass Sie in die Parteizentrale der Sozialdemokratie Wien fahren, dort Ihre antifaschistische Feuermauer spielen, klar mal rundum die ganze SPÖ-Parteizentrale in der Löbelstraße umbauen mit einer antifaschistischen Feuermauer, denn dass nämlich ein bekennender Antisemit, ein Israel-Hasser, und zwar ein überzeugter Israel-Hasser, ein Gewaltaufrufer wie Jean Ziegler, die Otto-Bauer-Medaille von einer SPÖ-Sektion bekommt, der Israel das Existenzrecht abspricht, der den sozialistischen Antisemitismus predigt, dann gehen Sie jetzt in die Löbelstraßen, bauen Sie Ihr Firewall und treten Sie am besten, ich weiß nicht, sind Sie gerade wieder bei der SPÖ oder nicht, aber distanzieren Sie sich von so einer Ideologie, die solchen Antisemiten eine Bühne gibt. Das ist nämlich der Irrsinn. Wissen Sie was? Wenn wir über Antisemitismus, Rechtsextremismus, Neonationalsozialismus, Nationalsozialismus, religiösen Islam, religiösen Wahnsinn etc. diskutieren, dann müssen wir immer auch intellektuell so redlich sein, dass wir auf einem Auge nicht blind sind. Wir können nicht den Linksextremismus gutieren und bejubeln und andererseits den Rechtsextremismus verteufeln. Wir als aufgeklärte Demokraten müssen beides verteufeln. Wir können nicht seit 5 Wochen über 50 Opfer in Neuseeland nur trauern, zu Recht trauern, aber dabei vergessen, dass in der gleichen Zeit
durch religiösen, islamistischen Extremismus hunderte Menschen auf unterschiedlichen Kontinenten der Welt umkommen und das wird verschwiegen. Christen umgebracht werden. Wissen Sie, ich diskutiere jetzt, ich glaube, zum 7. Mal über das Identitärenproblem und ich weiß nicht, über was wir nicht alles diskutieren, weil der Staat steht ja still seit Wochen im Übrigen. Das ist auch legitim. Aber wissen Sie was? Bei jedem einzelnen der künftigen Gewalttaten in Österreich werde ich Sie auch zwingen, sehr ausführlich und sehr lang zu diskutieren und Ihnen dann auch die Möglichkeit geben, sich zu distanzieren. Beim Herrn Schanziegler haben Sie jetzt gerade die Möglichkeit dazu. Wie Sie dazu stehen, dass ein Antisemit einen sozialistischen Orden umgehängt bekommt. So, kurze Replik und dann gehen wir in eine Pause. Ja, also entschuldige, ich kenne den Antisemitismus des Jean Ziegler nicht. Na, dann ich finde das, was, Sie ja, das werde ich machen. Ich finde das, was Jean Ziegler macht im Bereich der Menschenrechte, für sehr wichtig. Als UNO-Sonderberichterstatter im Bereich Nahrung und Not in Afrika hat er hervorragende Arbeit geleistet. Ich bin kein SPÖ-Mitglied mehr, insofern kann ich die Vergabe einer Parteimedaille an Jean Ziegler nicht kritisieren. Aber eines müssen wir schon... Distanzieren können Sie. Ich bin ja nicht Mitglied der SPÖ SPÖ-Medaille. Nein, also bitte, wovon soll ich mich distanzieren? Sie sich von solchen Strömungen in der SPÖ? Ja, welche Strömung soll das sein? Dass Antisemiten dort eine Bühne bekommen? Also gegen jegliche Form von Antisemitismus. Ach so, na eh. Blauer, roter, grün, ist doch scheißegal. So, ja. Antisemitismus aber, ist zu verurteilen. Dann haben roten Eck nur damit zu tun. Also, meine Herren, wir machen kurze Pause, dann sind wir gleich zurück und dann sprechen wir über die EU-Wahl. Die naht nämlich in großen Schritten, knapp einen Monat, dann ist es soweit. Wie es da ausschaut, wie die Ausgangslage ist, wer gute Karten hat, wer vielleicht schlechtere Karten hat, darüber sprechen wir gleich und sind nach einer ganz kurzen Pause gleich wieder zurück. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, wir kommen zurück bei Fellner live. Heute wieder mit unserem Duell Sebastian Born-Mehner gegen Gerald Gross. Wie gesagt, die EU-Wahl naht mit großen Schritten. Wir haben es vorher schon ein bisschen andiskutiert. Mhm. Es gibt das Duell auf der einen Seite, das regierungsinterne Duell zwischen Otmar Karas und Harald Wilimski. Mhm. Welche Rolle spielt denn da die SPÖ? Droht die nicht ein bisschen zerrieben zu werden zwischen den beiden? Nein, ich glaube nicht. Also ich denke mir, das, was jetzt gerade passiert, ist eine wichtige Auseinandersetzung zwischen Wilimski und Karas, nämlich die klare Abgrenzung von Karas von Extremismus, von EU-Feindlichkeit und von der Scheinheiligkeit auch, in Österreich alles auf die EU zu schieben und dann auf europäischer Ebene österreichfeindlich abzustimmen. Ich finde das ganz wichtig, dass Karas das auch klar macht, denn die FPÖ ist Weltmeister im Vereinnahmen der ÖVP in diese Regierung. Wenn man die Diskussion gesehen hat zwischen Karas und Wilimski, oder eine Diskussion war ja auch, dass Wilimski nichts anderes getan hat, als zu sagen, aber wir sind doch in der Regierung, wir müssen doch Regierung machen, wir müssen doch Regierungsprogramm machen. Und der Karas zu Recht sagt, na warte mal, wir kandidieren für das Europäische Parlament und es gibt trotzdem immer noch sowas wie eine Gewaltenteilung. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Auseinandersetzung, die jetzt gerade passiert. Auf der anderen Seite die Opposition. Naja, ich denke, es gibt viele, viele Themen, die angesprochen werden müssen von der Opposition. Ich bin auch hoffnungsfroh, dass das noch passiert. Obgleich ich natürlich schon sagen muss, dass die Performance der Oppositionsparteien schwierig ist. Hat der Schieder Chance auf Platz 1? Nein, nein. Andi Schieder hatte nie eine Chance auf Platz 1. Er wird auch mit Sicherheit nicht Erster werden. Aber man darf eines nicht vergessen, wie man zu Andreas Schieder stehen möchte, wie man will. Leute wie Evelyn Regner, auch andere Leute auf der Liste der SPÖ sind ganz großartige Politikerinnen, werden auf jeden Fall eine Bereicherung für das Europäische Parlament sein. Und ich denke mir, was der Wähler und die Wählerin am 26. Mai berücksichtigen sollte, ist, bei aller Nebelgranaten und bei aller Angst, Mache und Panikmache seitens der FPÖ, sollten wir eines nicht vergessen. Die zentrale Frage, die auch auf europäischer Ebene beantwortet werden muss, ist, wie gehen wir mit der sozialen Gerechtigkeit um? Wollen wir in einem Europa leben, das der Konzerne gehört? Wollen wir in einem Europa leben, wo Menschen die Einkommen stagnieren, während die Profite immer mehr sprudeln? Oder wollen wir in einem Europa leben, wo es echte Verteilungsgerechtigkeit gibt, in Österreich, aber auch in anderen Ländern, weil wir verstanden haben, dass wir nicht nur eine Bankengemeinschaft sind, sondern auch eine Solidargemeinschaft. Ich glaube, diese Frage gehört beantwortet und da ist die SPÖ nach wie vor die einzige Kraft, die ein Angebot im sozialen Bereich hat. Wer sozial ein soziales Europa will, muss daher aus meiner Sicht auch die Sozialdemokratie stärken.
und zwar vollkommen irrelevant davon, ob man den Andi Schieder jetzt gut oder schlecht, sympathisch oder unsympathisch findet. Ich persönlich habe keine Freude mehr. Platz 1, meinst du, ist in Stein gemeißelt für die ÖVP? Nein, in Stein gemeißelt. Ich glaube, dass die ÖVP mit Ottmar Karas einen wirklich starken Kandidaten hat, auch einen mit Sicherheit den europafreundlichsten Kandidaten. Er hat das seit vielen Jahren auch gezeigt. Gerald Gross hat ihn vorher massiv denunziert und gemeint, er wäre ein Relikt. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich glaube, gerade jetzt, wo Europa zerbricht, wo wir sehen, wo auch die Briten langsam merken, was für ein Wahnsinn das ist, den sie da angestellt haben bei ihrem Votum und es auch nach wie vor keine Lösung gibt, sollten wir uns dessen bewusst sein, dass wir gerade Leute wie Ottmar Karas, die seit 20, 30 Jahren jetzt schon für Europa brennen und sich dort auch einsetzen, vielleicht doch ein bisschen mehr schätzen sollten, als dem plumpen Populismus der Rechtspartei nachzugehen. Wird es ein Startzielsieg für den Ottmar Karas oder kann ihm der Harald Wilimski gefährlich werden? Kann ihm vielleicht der Andreas Schieder gefährlich werden? Naja, also wenn ich jetzt das Wahlverhalten meines Diskussionspartners richtig interpretieren darf, ich würde Ihnen empfehlen, Aktion Doppelstimme. Sie kreuzen Schieder und Karas an. Na, das ist ungefähr so. Oder jeden anderen, der sich heute dafür zahlt, offenbar die Frau Regner noch dazu. Sie könnten auch Ihren ehemaligen Parteifreund, den Uwe nach dem Waldbrand, Johannes Fockenhuber, auch noch wählen, die von der Liste Lustkreis Peter Pilz oder vielleicht noch die Frau Gammon oder was. Nein, ist überhaupt kein Problem. Kreuzen Sie gleich vier an, dann, nur dann sind Sie nämlich auch ein überzeugter Europäer. Dann haben Sie alle gewählt, die vor der EU-Hörigkeit der Technokraten in Brüssel in die Knie gehen. Genau. Wissen Sie, was die EU-Wahl ist? Wissen Sie, was die EU-Wahl ist? Hat die FPÖ eine Chance bei dieser EU-Wahl? Ja. Wissen Sie, was die EU-Wahl ist? Weil Gerald Gross sie wählen. Wissen Sie, was die EU-Wahl ist? Na was? Die EU-Wahl ist tatsächlich eine Richtungsentscheidung. Und zwar eine tatsächliche Richtungsentscheidung, abgekoppelt jetzt auch von den nationalen Kandidaten in Österreich, wie Schieder, Karas, Wilimski. Jeder hat seine Chancen. Ich glaube noch immer, dass sehr große Chancen Wilimski, aber auch Karas hat, da gebe ich auch recht, das stimmt schon. Und der Schieder in dieser Polarisierung zwar zufälligerweise zwar Regierungsparteien auch noch runtergeht, aber gut, das ist eine andere Sache. Es geht im Mai um ganz etwas anderes. Wir sehen, wenn wir die Europäische Union die letzten 5 Jahre beobachten, dass sie in sich durch diese sogenannten glühenden Anhänger der Technokratie vollkommen handlungsunfähig geworden ist. Wir haben es gesehen bei der Griechenlandhilfe, sie war handlungsunfähig. Der sogenannte Rettungsschirm, was da alles passiert ist. Nur mit Ach und Krach konnte der Euro gerettet werden. Und de facto hat es nicht der Herr Jean-Claude Juncker geschafft, sondern mit Millionen von Steuerzahlern auf dem europäischen Kontinent, die ihr Geld abgegeben haben, dafür, dass wir damals ein Land unterstützt haben, das unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in die Europäische Union geschlupft ist. Wir sehen jetzt seit 3 Jahren, dass die Europäische Union im Fall des Austritts eines Landes komplett handlungsunfähig ist und sich die Handlungsunfähigkeit in Großbritannien, in Brüssel, die Frau May und der Herr Jean-Claude Juncker sich die Hand geben können in ihrer Unfähigkeit. Wir sehen, dass sich die Europäische Union bei den ganz wesentlichen und zentralen Fragen und in einem Punkt möchte ich Ihnen recht geben, die soziale Gerechtigkeit auf dem europäischen Kontinent. Wir keinerlei Initiativen in Europa erlebt haben von den sogenannten von Ihnen hofierten glühenden Europäern. Wissen Sie, ich bin auch glühender Europäer. Aber ich bin kein glühender, sadomasochistisch veranlagter, gequälter EUler. Ich bin ein Europäer und kein Brüsseler. Das ist der feine Unterschied zwischen uns beiden. Ich glaube nicht an die heilige Kuh der Institution, die sich seit Jahren versagend darstellt, sondern ich glaube an den europäischen Einigungsprozess. Europa wurde begründet durch Sir Winston Churchill, Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Robert Schumann. Nicht einmal bei 4 Flaschen Whisky hätten sich diese 4 Herren jemals gedacht, dass jemals ein Jean-Claude Juncker das europäische Ideal darstellt. Das ist keine funktionierende Staatengemeinschaft, sondern das, was wir erlebt haben, ist die letzten Jahre ein Chaos auf höchster Ebene. Die EU hat sich mit der Pommes-Frites-Verordnung beschäftigt, die EU hat sich mit der Glühbirnen-Verordnung, mit der Bananenkrümmung, mit all diesen klischeehaften Verordnungen, ich gebe Ihnen schon recht, massiv überzogen, aber dennoch im Kern richtig beschäftigt. Aber seit 2015 wissen Sie nicht, also seit 4 Jahren wissen Sie nicht, wie Sie mit der Zuwanderungskrise umgehen. Also in den wesentlichen Fragen, wo ich mir eine starke Europäische Union wünschen würde, versagt sie
auf den Punkt wie bestellt und in den nebensächlichen Fragen, die ich auch dem Gemeinderat von Gigeritz Botschen besser entscheiden hätte lassen können, da spielen sie sich als große Bevormunder auf. Und eine solche Europäische Union will ich nicht, das sage ich Ihnen auch. Ich möchte einen europäischen Einigungsprozess, ein starkes Europa von vernünftigen Eliten, die in Europa auch den Ton angeben, einen Kontinent bilden, eine eigenständige, gute Politik machen, auch im Interesse von eigenständigen Nationen, deren Kultur nicht geraubt wird, nur weil man dann quasi genetisch den Brüsseler herausbringt. Der Brüsseler steht heute für komplettes Versagen. Wissen Sie, wer der fleischgewordene Brüsseler ist? Der dauerilluminierte Herr Jean-Claude Juncker. Der ist doch leibhaftig das geworden, auch personifiziert das Versagen geworden, wankenstürzend, wie er heute ist, wie es der gesamten Europäischen Union gibt. Und das sage ich Ihnen als junger Mensch, der Gott sei Dank im 21. Jahrhundert lebt und keinen Krieg überstehen musste, dass das eigentlich eine Schande ist, so in die Zukunft zu gehen bei den großen Problemen, die wir eigentlich zu bewältigen hätten. Ja, also das ist wirklich spannend, das habe ich oft erlebt mit Ultrarechten, dass sie dass sie die richtigen Fragen stellen. Und ich finde, in ihrer Problemanalyse kann ich eigentlich nur da sitzen wie ein Wackelhund und die ganze Zeit so ja machen. Seien Sie vorsichtig, dass Sie nicht zum Nazi mutieren. Seien Sie vorsichtig. Ich weiß ziemlich genau, was der Unterschied ist. Also, die Problemanalyse, teile ich. Okay, also ich bin auch, also für mich sind Leute wie Jean-Claude Juncker und andere kein Ideal in keinster Weise. Und ich kenne viele, viele Menschen, ich habe erst zuletzt vor wenigen Tagen mit Leuten darüber gesprochen, die mir sagen, sie haben ein Riesenproblem mit der Europäischen Union, mit den Institutionen, weil sie da eben ein Versagen erleben, ein institutionelles. Da teilen wir die Kritik. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Ich glaube auch, dass die Europäische Union mit ihren Organen vollkommen in eine falsche Richtung geht. Ich glaube, wir merken das auch, die Schieflage innereuropäisch immer problematischer wird, ob das jetzt Griechenland vor ein paar Jahren war oder ob das jetzt Rumänien und andere Länder sind, wo wir echte Probleme haben, die auf uns alle zukommen als Steuerzahlerinnen. Der Unterschied zwischen uns beiden ist nur, dass ich eine Lösung suche, die nicht auf dem Rücken der Ärmsten und Schwächsten innerhalb dieser Europäischen Union passieren soll, weil ich möchte auch, dass die Technokratie zurückgedrängt wird, ich möchte auch, dass die Konzernmacht zurückgedrängt wird, aber nein, ich möchte im Gegensatz zu Ihnen nicht, dass eine Elite herrscht und auch nicht eine Elite konzipiert, sondern ich möchte, dass das Volk, und zwar das europäische Volk, gemeinsam, lass mich bitte aussprechen, gemeinsam seine Zukunft in die Hand nimmt und auch gestaltet. Der Unterschied ist, Ihr Ansatz und der Ihrer Freunde, Salvini, Le Pen und so weiter. Ich habe nicht Kameraden gesagt. Ich habe es nicht gesagt, und trotzdem. Ich kenne nur keinen von diesen Damen und Herren, die Sie aufzählen. Ach so, na gut, ich habe genau vier Freunde, mehr brauche ich für mein Leben. Glauben Sie mir das. Das ist so meine Jugendfreundin seit 30 Jahren. Das ist ein bisschen eine traurige Geschichte, aber das werden wir ein anderes Mal besprechen. Der Punkt ist, Le Pen. Drauf, dass man sich nur auf sehr wenige Freunde im Leben verlässt. Also sind Sie jetzt jung oder sind Sie alt? Also, ich schaue jünger aus als Sie und ich bin ein geistig jünger, aber an sich. Lassen Sie mich trotzdem ausreden. Herr Gross, Sie haben jetzt sehr lange gesprochen, lassen Sie mich auch kurz ausreden. Nein, ich wollte es ja nur auflockern, bevor die Zuseher alle von ihren Sofas runterknallen. Die schlafen schon lang. Auf dem Fernsehtisch. Nein, ich wollte es nur, damit gut, aber lassen Sie mich ausreden. Stimmung ist. Also, ja. Die Fragen, die Problemanalysen, die teile ich. Absolut. Das Problem ist nur, Sie wollen ein Europa der Nationalstaatlichkeit. Sie wollen ein Europa, oder die Leute, mit denen Sie keine Abgrenzungsprobleme haben, die träumen von einem ethnisch getrennten Europa, von einem völkischen Gedanken, wo in Österreich nur die Österreicher sind und in Deutschland sind die Deutschen und in Italien sind die echten Italiener. Und ich sage Ihnen, der europäische Gedanke ist das absolute Gegenteil davon. Der europäische Gedanke, den Sie vorher beschworen haben von den vier Leuten, die Whisky gesoffen haben, es waren schon ein bisschen mehr und es waren auch ein paar Frauen dabei, aber die Grundidee des europäischen Gedankens war, dass wir in Vielfalt vereint. Das ist das Motto der Europäischen Union. Momentan haben wir das nicht, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich glaube aber auch nicht, dass wir in Vielfalt vereint erreichen werden, wenn wir überall jetzt Grenzzäune aufbauen und wenn der Grenzübergang Freilassing jetzt noch 3 Stunden verstauter ist, durch die schwachsinnigen Kontrollen, die wir haben. Das, warum sind diese Grenzkontrollen notwendig geworden? Weil die Europäische Union 2015 institutionell versagt hat. Und zwar auf all ihren Ebenen. Da haben Sie recht. Das Ziel und der Hauptgrund ist der freie Waren- und Personenverkehr. Das war immer der Hauptgrund der Wirtschaftsunion, der Hauptgrund oder das Hauptziel
der politischen Union. Beide dieser Grundpfeiler sind seit 2 Jahren ad absurdum oder seit 3 Jahren ad absurdum geführt, weil die sogenannten europäischen Eliten, und ja, ich bekenne mich zu Eliten, wenn sie auch tatsächlich vorangehen mit einer geistigen Breite und auch einem Talent, weil wir leben in einer repräsentativen Demokratie. Mhm. Ich kann Sie, Herr Dr. Bornmähner, auch wenn Sie das Wahlrecht haben, nicht in die Kommission setzen. Gott möge davor auch behüten, möchte ich auch bei der Gelegenheit sagen. Also es wird, Sie werden repräsentiert durch Politiker, die nennt man dann Eliten. Diese Grundregeln der Europäischen Union sind zerstört worden, weil es eine falsche Politik gegeben hat. Und schauen Sie, Sie sagen zwar einerseits, dass Europa in Vielfalt, zu dem bekenne ich mich auch, aber dass Europa in Vielfalt bedeutet, dass wir den Österreichern ihre österreichische Kultur nicht rauben, dass wir den Italienern ihre italienische Kultur und Mentalität nicht rauben, dass wir die Spanier auch Spanier sein lassen, dass in Deutschland selbstverständlich Deutsche leben, oder in Wien auch Chilenen im Übrigen, ja? Aber die auch stolz drauf sind auf ihre Herkunft, dass wir ihnen ihre Herkunft nicht nehmen, dass wir ihnen ihre Kultur, ihre Identität, ihre geistige DNA nicht nehmen. Nämlich das ist sehr wichtig und dass wir nicht verallgemeinern. Sieh, ich komme aus der Südsteiermark, da hat man irgendwann mal vor ein paar Jahren gesagt, die Buschschenken dürfen die Holzbrettel nicht mehr verwenden. Sie müssen Plastikbrettel verwenden. Sie kennen vielleicht die Diskussion. Das war eine Verordnung der Europäischen Union. Mittlerweile ist man draufgekommen, dass das Plastikbrettel unhygienischer ist als das Holzbrett. Und man ist wieder zurückgekehrt. Mhm. Und mit solchen kleinen Idiotien nervt man die europäischen Völker, anstatt dass man die großen Strategien und die großen Probleme in der gleichen Zeit bewältigt. Dort ist die Europäische Union handlungsunfähig. Aber jetzt sage ich Ihnen Folgendes, um meinen Frieden mit Brüssel zu schließen. In Brüssel sitzen ja nicht die Brüsseler. Also das heißt, der europäische Mensch ist ja nicht vom Boden gefallen, von Gott gesendet, du bist jetzt Europäer. So, also da sitzt der Herr Jean-Claude Juncker, der kommt aus Luxemburg. Da sitzt die Frau Merkel, die kommt aus Deutschland. Da sitzt die Frau May, die kommt aus Großbritannien, wer weiß, wie lange sie noch dort sitzt. Da kommt der Herr Kurz. Das heißt, das Versagen der Europäischen Union ist ein Versagen der europäischen Staats- und Regierungschefs. Es versagt nicht der EU-Beamte, der dritte Beamte von links. Es ist ein institutionelles Versagen der europäischen Staats- und Regierungschefs, die nicht in der Lage sind, an einem Strang zu ziehen. Mhm. Und dieses Hinunternivellieren von Hirn- und zahnlosen Staatenlenkern bedeutet, dass sich auch die EU der Hirn- und Zahnlosigkeit hingibt. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich muss nur einen Satz noch dazu, weil das ist ein ganz spannender Punkt. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ja. Nur durch das nationalstaatliche Denken, durch die Schrebergartenlogik verbessert sich diese Hirnlosigkeit nicht. Denn wenn der Orban auf Ungarn schaut und der Strache auf Österreich schaut und Salvini auf Italien schaut und jeder nur noch schaut, wo er den persönlichen Vorteil hat, den kleinen temporären Gewinn, aber dann werden wir alle draufzahlen. Aber was machst du, wenn die Europäische Union versagt? Dann bist du als gewählter Volksvertreter in deinem Land, der verpflichtet, das eigene Volk zu... Wir sind jetzt schon deutlich über der Zeit. Wir sind jetzt aber im Osterfrieden gewesen. Ich meine, das sollte man auch einmal Anerkennung mit mehr Sendezeit. So friedlich war es im Übrigen. Osterfrieden am Ende der Sendung. Freut mich sehr. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann sind wir gleich wieder zurück.